Jetzt nochmal offiziell herzlich willkommen zu Jugendtag Frankfurt am Main 2019. Erste Feedback fürs nächste Mal, Choreo einstudieren. Okay. Ei Gude sagt man ja in Frankfurt. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr so zahlreich da seid. Ich weiß gar nicht, wer ist alles hier Elternteil verwandt mit einem Teilnehmer, einer Teilnehmerin? Bitte mal Arme hoch. Sehr cool. Ah, toll, dass ihr alle kommt und euch interessiert dafür, was dieses Wochenende hier stattgefunden hat. Das war nämlich extrem spannend. Das nur mal so vorab. Wir sind Anna und Jan. Wir sind beide vom NODE Forum for Digital Arts bzw. NODE Verein zur Förderung digitaler Kultur in Frankfurt am Main. Wir sind ein Verein, der eigentlich sehr viel Programm auch für erwachsene ProgrammiererInnen und KünstlerInnen macht in Frankfurt, aber eben seit einiger Zeit auch Programm für Jugendliche. Und wir organisieren dank dieser beiden tollen Organisationen in Berlin Mediale Pfade, ein Verein für Medienbildung, und der Open Knowledge Foundation in Frankfurt am Main eine Edition, eine Ausgabe von Jugendhackt. Weil Jugendhackt ist nämlich ein krasses Programm, ein Programm, was es in ganz Deutschland gibt. Genau, wir wollen auch nochmal ganz herzlich Danke sagen für das Wochenende. Wir sind seit Freitagnachmittag hier fleißig dabei, vor allem die Jugendlichen sind fleißig am Machen. Wir wollen zuerst einmal ganz herzliches Danke sagen an das Jugendhaus Riedberg, die Pia und ihr Team, für dieses wunderbare Haus hier. Hier durften wir zu Gast sein, hatten eine tolle Küche, den tollen Raum hier. Ach, da bist du. hinten noch ganz viele kleine Räume, und es war wirklich sehr schön, mit euch zusammenzuarbeiten, und wir haben uns hier sehr wohl gefühlt. Vielen Dank. Außerdem wollen wir Danke sagen an die Förderer, die wir haben, die hier unten auch nochmal draufsteht. Und zwar, das ist das Kommunale Jugendbildungswerk und das Jugend- und Sozialamt in Frankfurt. Mit denen wir, ganz muss ich dazu sagen, ganz viele Projekte in Frankfurt machen. Also die sind zentral dafür mitverantwortlich, dass NODE jetzt so viel Jugendprogramm macht. Und wir machen noch einige andere Angebote, aber dazu kommen wir später nochmal. Genau. Und Denik, wir hatten das jetzt schon leer, der wurde fleißig leer gegessen. Ein Smarty-Automat unter anderem von unserem Sponsor Denik. Großes Highlight. Genau, das, die uns gesponsert haben, netterweise. Genau. Aber das war nur der kleine Disclaimer. Jetzt geht's mal noch, wir holen trotzdem noch ein bisschen aus, damit ihr ein bisschen mehr dieses Programm versteht. Genau, was ist eigentlich Jugendhackt? Ihr habt wahrscheinlich schon ein bisschen was erzählt bekommen, ein bisschen was mitbekommen. Jugendhackt ist ein Förderprogramm in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Es gibt mittlerweile auch immer mehr Kooperationen, die sogar darüber hinausgehen. Da wird die Jan gleich noch was zu erzählen. Es richtet sich an programmierbegeisterte Menschen. Und da wollen wir wirklich so eine bunte Gruppe haben, wie es nur geht. Wir hoffen, eine schöne Atmosphäre zu schaffen zu können, wo sich wirklich auch alle wohlfühlen, weil wir einfach gesehen haben, je mehr unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Hintergründen und unterschiedlichen Ideen und Kenntnissen dabei sind, desto cooler werden die Projekte, desto mehr kann man gegenseitig voneinander lernen. Und da wollte ich auch schon mal an die Teilnehmer großes Danke sagen, weil ich finde, wir hatten eine sehr schöne, sehr respektvolle Atmosphäre hier das ganze Wochenende. Habt ihr tollen Umgang gehabt. Und natürlich auch vielen Dank an die Mentorinnen und Mentoren, die Helfer. Wir hatten eine Küchencrew, wir hatten das VOG hier, die uns gerade streamen. Wir haben Internet, wurde hier nochmal verlegt. Wir haben ganz viele tolle Menschen, die alle ehrenamtlich dabei sind, die jetzt das Wochenende an die Jugendlichen ihr Wissen weitergeben. Sowohl technisch unterstützen bei allen Fragen. Ich glaube, wir hatten wirklich für jedes Thema einen AnsprechpartnerIn dabei. Und aber auch irgendwie, wenn es irgendwelche anderen Fragen gab. Die Mentoren waren immer da, waren immer wach, gefühlt. Vielen Dank dafür, das war auch sehr, sehr toll. Genau, und das Ziel von Jugendhackt, von diesem ganzen Programm, ist es, mit Code die Welt zu verbessern. Und dieses Jahr ganz besonders mit Code die Umwelt zu verbessern.
im Jahr von Fridays for Future ja extrem wichtig. Und natürlich gibt es auch im, ich sag mal, IT-Sektor, in der ganzen Softwarebranche extrem viel, was man machen kann. Einerseits natürlich, um auch IT selbst grüner zu machen. Also da geht es ja auch um Ressourcenverbrauch, also energiefressende Serverfarm und so weiter und so fort. Das ist ein Thema, von dem vielleicht der ein oder andere gehört hat. Also das ist natürlich einerseits ein extrem wichtiges Feld. Aber andererseits kann man natürlich auch Technologie, Code und gute Ideen einsetzen, die irgendwie mit Technologie realisiert werden können, um Ressourcenverbrauch zum Beispiel zu optimieren, um irgendwie Informationen besser zu leiten. Aber dazu hatten die Jugendlichen, die hier sind, so die eine oder andere Idee. Deswegen muss ich da gar nicht so im Detail drauf eingehen. Ihr werdet einige Beispiele heute hier hören zum Thema. Ja. Aber ja, ganz kurz vielleicht auch nochmal für euch so zum Rückblick, weil wir so ein bisschen stolz sind und auch die Arbeit von den Berlinern und unseren KollegInnen in Berlin auch nochmal promoten und in den anderen Städten wertschätzen wollen. Also das ist so ein bisschen die Timeline von Jugendhackt. Also ihr seht, es wächst permanent. In 2017 gab es so ein bisschen so einen Peak, weil es dann tatsächlich international Angebote gab in Kooperation mit dem Goethe-Institut in Indien, in Ostasien. Also ihr seht es da unten so ein bisschen. Das lese ich jetzt mal nicht alles vor. Vielleicht doch in der Türkei waren wir, in Südkorea waren wir, in Japan. Jetzt fährt bald auch eine Truppe nach Japan wieder. In den UK gab es schon Kooperationen. Also wahnsinnig, an wahnsinnig vielen Orten sind derzeit Jugendliche unterwegs, vernetzen sich und sind mit ihren, sag ich mal, sehr speziellen Interessen, aber auch für die Gesellschaft heute extrem wichtigen Interessen dabei, sich auszutauschen und hoffentlich für eine bessere analog-digitale Welt zu sorgen. Und in Frankfurt sind wir seit 2017 dabei. Wir haben jetzt angefangen 2017 mit 35 TeilnehmerInnen. 2018 waren wir im Museum für Kommunikation hier in Frankfurt mit 55 TeilnehmerInnen, also ohne MentorInnen. Insgesamt waren dann da ungefähr 100 Leute im Museum. Und dieses Jahr haben wir nochmal wieder eine bisschen kleinere Runde gemacht hier im Jugendhaus. Ich glaube, das wechseln wir wahrscheinlich so ein bisschen ab. Genau, aber wir suchen auch wieder nach einem neuen Ort oder vielleicht kommen wir auch wieder, das ist schon extrem schön hier. Das müssen wir nochmal diskutieren, aber wir suchen natürlich wieder auch nach Partnerinnen, die uns unterstützen, die uns finanziell unterstützen, die mitmachen wollen, die MentorInnen werden wollen, die uns kochen helfen wollen, die alles Mögliche. Also wer Interesse hat, irgendwie sich einzubringen, ist herzlich willkommen und kann uns ansprechen und alle MentorInnen auch ansprechen. Nochmal ganz kurz zur Einbettung, weil ich eben schon diesen Verein erwähnt habe, der Node-Verein zur Förderung digitaler Kultur und unser Engagement für Jugendliche, was jetzt seit 2017 existiert. Wir haben dieses Jahr auch ein Netzwerk gegründet und seit 2017 führen wir in Frankfurt ein Festival durch, ein Jugendmedienkunstfestival, das heißt Digitale Welten. Und da versuchen wir hier in der Region, also einerseits in diesem Kontext Jugendhackt stattfinden zu lassen. Aber das ist ja so ein bisschen für, sage ich mal, die Profis unter den Jugendlichen. Also wir sind natürlich offen für alle Kenntnisstände. Aber wir versuchen eben ganz viel auch Brücken zu schlagen und Zugänge zu schaffen für Jugendliche, die sich vielleicht noch nicht zutrauen, hier ein ganzes Wochenende mitzuhacken. Also wir haben ganz verschiedene Angebote zum Einsteigen, zum Schnuppern. Das Festival findet nächste Woche statt. Das sind dann drei Workshops, die von MedienkünstlerInnen angeleitet werden und wo es auch um Technologie geht, wo es um Social Media geht, wo es um Robotik geht, wo eine künstliche Intelligenz programmiert wird. Also ganz verschiedene Angebote. Das heißt, wir versuchen so ein bisschen, deswegen dieser Kreis, Einsteigerangebote zu machen, Schnuppern bis hin zu Jugendhackt, da versuchen wir natürlich dann richtig eine Community hier vor Ort zu etablieren und das waren ganz viele tolle TeilnehmerInnen aus Frankfurt und der Region, die hier waren und wir hoffen, dass ihr dabei bleibt, dass wir uns vielleicht öfter als einmal im Jahr sehen, da sind wir so ein bisschen dran, wie wir das vielleicht realisieren können und eine Community werden und ihr vielleicht auch irgendwann MentorInnen werdet, also wir hoffen, das Ganze wird immer regelmäßiger und ja, wir freuen uns über diese tolle Community, die jetzt schon hier ist. So,
So viel zum Thema, zu dem Infotainment am Anfang. Jetzt geht es eigentlich mit dem wichtigen Teil. Genau, das, wofür ihr alle gekommen seid, die tollen Projekte von den Jugendlichen. Die haben kleine Präsentationen vorbereitet, die stellen jetzt ihre Prototypen vor. Die haben ja Freitagabend sich überlegt, an was wollen wir überhaupt arbeiten. Viele kannten sich zum Beispiel auch noch nicht, manche hatten schon Ideen. Die Gruppen haben sich erstmal komplett gefunden. Wir haben wirklich von null angefangen, Freitagabend. Und Samstag ging es dann los und alle haben wie wild direkt losgelegt. Und waren super fleißig, super motiviert, hatten ein Durchhaltevermögen, Respekt. Und heute Morgen bis in letzter Minute wurden jetzt die letzten Projekte noch finalisiert. Und ich würde sagen, wo ist die erste Gruppe?